Hallihallo und herzlich willkommen bei einer neuen Aufnahmesession von Need for Speed Most Wanted bei Periodenkrebscreme. Das war jetzt Super Fast Mode und jetzt kommt der langsame Mode. Herzlich willkommen bei Need for Speed Most Wanted mit Hodenkrebscreme. So sieht's aus, Leute, und nicht anders. Karriere fortsetzen. Auf geht's. Nummer 3. Ich bin jetzt hier weiter aus auf der Xbox. Schauen wir doch mal. Wagen. Haben wir da die richtige? Ja, wir haben die richtige, glaube ich. Blacklist 15. Herausfordern. Ab der Fisch. Ich will den Drop endlich lutschen. Lang ist es nicht mehr. Weit ist es nicht mehr. Ja, und ich bin jetzt erstmal still. Auch schon, tut es schon geil. Aber meine auch. Ich bin damit jetzt 5. Gott, ich kann es gar nicht mehr. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Was willst du jetzt davon? Gott, ist das lang her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Über einen Monat. Ich glaube, so 5 Wochen oder so dürfte es ja sein. Oh, dürfte hinkommen. I know. Schauen wir mal, ob wir da denn die Herausforderung überhaupt schaffen. Ja, normales für so einen erfahrenen Rennprofi wie mich dürfte das normales kein Problem sein. Und wenn, dann ist irgendwas anders schuld. Tastatur oder so. Ups, und jetzt leckt's gerade irgendwas. Ups. Hätte knapp werden können. Beziehungsweise hätte eng ausgehen können. Knapp war es ja schon. Gleich darum. Wo wollten wir hin? Was hat denn der vor? Der hat umgedreht, oder? Aus 3 Runden? Oh nee, oder? Oh, leck mich doch am Arsch. Das dauert ja wieder Ewigkeiten. Und vor allem den Vorsprung, den wir jetzt haben, den werden wir mit Sicherheit nicht so behalten dürfen. Ja, aber bis jetzt läuft es noch ganz gut. Wie gesagt, bis jetzt. Man soll den Vogel nicht zu früh aus dem Käfig lassen. Und Abmarsch. Was ich euch mal noch erzählen wollte, ursprünglich war ja geplant, dass ich euch ein Need for Speed Underground Let's Play liefere. Nur, das Spiel ist zu alt gewesen. Ich konnte es irgendwie nicht aufnehmen. Und deswegen gab's Most Wanted. Oder gibt's Most Wanted, sagen wir mal so. Im Herbst kommt ja auch mal wieder ein neues Need for Speed Most Wanted raus. Ich bin mal gespannt, ob das genauso geil wird wie das da. Ich will es für die Entwickler hoffen. Das wird das erste Need for Speed seit langem mal wieder, das ich mir kaufen werde. Allerdings wahrscheinlich für die Xbox. Aber man weiß ja nicht, vielleicht habe ich bis dahin ja eine HDP-Fire.
Oder werde mir dann extra dafür eine Qualifikation zulegen? Dann gibt es vielleicht davon auch wieder ein Let's Play. Aber jetzt machen wir erstmal dieses Let's Play fertig und dann danach weiß ich noch gar nicht, was ich danach Let's Playen werde. Ups, das war knapp. Das war jetzt richtig knapp. Aber wahrscheinlich werde ich eins meiner Spiele spielen. Also Let's Playen wollen. Werden. Mal schauen. Sniper Ghost Warrior kommt jetzt dann auch im Herbst wieder das zweite Teil raus. Mal schauen, ob ich mir das hole. Ups. So, mein letztes Besserung gekommen. Und er hat jetzt auch ganz schön aufgeholt. Ich habe gesagt, den Vorsprung wird er uns nicht lassen. Aber er hat sich schon wieder abgeschossen, dieser Vollidiot. Wie schwer kann man denn das sein? Ich würde mal sagen, dieses Rennen haben wir im Sack. Können wir jetzt hier nochmal schön rumschiften. Dann fahren wir hier mal einen langen Weg rundherum. Dann driften wir hier schön rein. Wunderbar. Geiles Bild. Perfekt. Jetzt zum Sprinter. Und wehe, dieses Spiel stürzt jetzt während dann irgendwann mal ab, gell? Das würde ich nicht wollen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich den Zettel habe. Da steht, welches Auto wir dann hoffentlich wo bekommen. Oder wo bekommen haben. Aber den finde ich schon noch. Jetzt gewinnen wir erstmal hier zwei Runden. Zwei Rennen. Schade. Hat leider nichts gebracht. Ups, zu früh, ich weiß. Durch die Tankstelle fahre ich sehr ungern. Es würde zwar gehen, aber... Nö, lass mal lieber. Lass mal stecken. Na? Gut gepasst. Das ist nicht so, aber das können wir ausgleichen. Hoffentlich noch. Du überholst mich jetzt nicht. Du schießt dich schön fast am Taxi ab, genau. Das kannst du machen. Wenn die Viper mal ins Rutschen kommt, das ist schon krass. Das Auto will ich auch in echt haben. Ich werde sie natürlich genauso fahren wie hier. Schön ordentlich und sauber und immer an den Straßenregeln gehalten. Ich will ja schließlich nicht, dass mir mein Lack verkratzt wird. Oh, haben wir abgehängt ein bisschen, ne? Unseren Konkurrenten. Wir sind schon bei 67%. Was ein sehr gutes Zeichen ist. Ja. Der war nicht geplant. Es wäre irgendein anderer Zusammenstoß geplant gewesen. Ich wollte ihn noch kurz taxieren. Zu früh. So,
93%. Und da ist die Katze im Sack. Sehr schön. Schönes Ding. 286 km/h. Und jetzt noch ein Rundkurs, so wie es aussieht, mit zwei Runden. Bin ich mal gespannt. Ja, ich glaube, das ist genau das gleiche wie vorher, bloß andersrum, wenn ich nicht alles trifft. Ich fahre nicht über die Schanze, weil das bringt gar nichts. Ja. Bisschen zu früh zu gar eingelenkt. So. Komm schon, bleib da. Jetzt gib Gas. Fuck. Aber das Ding ist noch nicht verloren. Es ist noch alles offen. Leider. Sonst würde ich jetzt schon gewonnen haben. Aber es sieht nicht schlecht aus. Bis jetzt zumindest. Und. Gleich wieder rüber da. Ja, sehr schön. Und runter. Und wieder rum. Und nochmal rum. Und dann wieder hier gegenlenken. Und sind wir schon wieder im Ziel. Diesmal fahren wir rüber, weil ich es nicht rechtzeitig finden konnte. Ups. Fucking Scheißendreck. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig, Brauner. Ja, da war es jetzt nicht unbedingt gleich abheben hier. Gas, da bleibst. Sehr schön. Den nehmen wir noch mit, genau, sowieso. Ja, so gefällt mir schon wesentlich besser. Aber nur 2,5 Sekunden Zeit. Aber mit 300er durch die Strecke da durchfahren, das hat auch was. Und es leckt gerade übelst. Ich habe gerade wieder eine neue Aufnahmedatei angefangen. Und er hat sich abgeschossen, jawohl, damit ist die Katze auch im Sack. Ja, komm, oder? Bisschen Optifine könnte schon passen. Sehr schön. Und damit sind wir Nummer 3 auf der Blacklist. Was wollen wir mehr? Fuck. Genau, ihr habt recht, die Nummer 1 wollen wir sein. Wo ist so ein schwuler Stift hier? Ich hab da doch hier mal so... Ah, da hinten. Ist ja alles da. Weiter. Tja, Ronny. Glaubst wohl, du bist ein ganz geiler. Ein ganz geiler Hecht ist er. Nicht wirklich. Gut, als letztens war er, die letzten beiden war er links. Er war schon seit Platz Nummer 12, war er nicht mehr da. Also, mach mich glücklich, Baby. Jawohl. 00X. Perfekt. Und was nehmen wir? Einzigartiges Leistungsupgrade, Leistungsupgrade, bla bla bla. Mach mal, oder?
bitte kein Knast, bitte kein Knast. Verdammt.